Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Linis Rias Diamond Painting. Ich habe ja schon vor einiger Zeit das letzte Mal bei Karat.art bestellt. Das war ja mein Bild von, jetzt fällt es einem natürlich wieder nicht ein. Jasmine Beckett Griffiths, das war ja das Süße mit dem Reh. Das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit her und jetzt hatte ich halt gesehen, dass die neue Kollektion haben mit ganz viel AB-Stein und da musste ich einfach eins von haben. Und das Bild war erst gar nicht so mein Fall, aber irgendwie ist es mir dann doch immer schöner vorgekommen. Und ich habe gedacht, ich schaue es auch mal mit euch an. Ich habe den Karton schon mal so weit präpariert, dass ich ihn aufmachen kann. Also so ist das Ganze angekommen, einmal mit dem Bild und mit Verpackungsmaterial. Let's the pleasure begin. Und ich habe mir noch einen Holzroller mitbestellt, weil ich gehört habe, dass die besser sind als die aus Kunststoff. Den zeige ich euch auch gleich noch genauer. So, können wir auch als erstes mit anfangen. Ich habe nämlich gerade ein Bild, was sehr stark ploppende Steine hat. Und dann habe ich gehört, dass man gut einen Holzroller nehmen kann. Und ich hatte bisher nur diese Gratiszugabe, so einen Kunststoffroller, und habe mir diesen jetzt einfach mitbestellt. Ich habe auch einen Gutscheincode bei Karat.art von 10% für euch. Der heißt einfach Lenis Veas. Und der macht aber einen sehr stabilen Eindruck. So, und dann kommen wir mal zum Eigentlichen. Und zwar ist das das Bild. Es ist aus der neuesten Kollektion, die jetzt am Donnerstag, glaube ich, rausgekommen ist. Ich habe es auch Donnerstag bestellt und es ist jetzt gerade schon gekommen am Samstag. Also wirklich schnell. Erst hieß es von der Post, dass es erst Dienstag kommt, aber jetzt ist es doch schon da und da freue ich mich sehr drüber. Bin nämlich sehr gespannt auf das Bild. Der Karton ist ein ganzes Stück größer als die Leinwand. Da ist alles mit drin. So. Jetzt muss ich auch erstmal wieder painten. In letzter Zeit ist so viel bei mir eingezogen. Jetzt heißt es auch erstmal wieder ein bisschen sparen. Aber dieses musste einfach noch sein. Das Witzige ist, ich hatte mir extra für Bohrer und Schüttelfrost ein Bild bei Diamond Art Club bestellt, reduziert ist. Das hatte ich euch ja vor kurzem gezeigt. Das war ja auch von Jasmine Beckett Griffiths. Und dann hatte ich ja diese Woche auch bekommen von Diamond Painting Deutschland dieses Totenkopfbild. Das würde ja auch gehen für Bohrer und Schüttelfrost. Und ich glaube, dieses ginge sogar auch noch. Aber ich habe mich ja jetzt schon für das Drachenbild entschieden von Jasmine Beckett Griffiths. Und dabei bleibt es jetzt. Und ich glaube kaum, dass ich noch ein zweites brauche in der Zeit. So. Was ich auch cool finde, Karat.art gibt jetzt ja immer ein Karat.art Washi-Tape mit dabei. Es ist jetzt ja kein Toolkit mehr dabei, aber ich finde das gar nicht schlecht, weil wenn man eins braucht, kann man sich günstig eins dazu bestellen. Und so wie ich habe ja schon meine eigenen Sachen, die ich nutze. Von daher ist das wirklich eine gute Idee von Karat.art, das wegzulassen. Dann finde ich ganz toll, dass die jetzt auch, so wie Diamond Art Club, so eine Sticker-Bögen mit dabei haben. Das Bild hat eine Größe von 55x55 und zwar ist das Joko von Jaroslava Guskova und 76 Farben hat das Ganze und sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AB-Farben. Also das Bild, was
die meisten AB-Farben bisher für mich hatte, waren 4 AB-Farben bei Diamond Art Club. Und hier sind jetzt 8 dabei und ich bin echt gespannt. Es ist eine richtige Flauschleinwand. Kann man hier auch so sehen, ne? Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze erstmal näher an. Farben sind toll. Ich habe wieder eckig bestellt. Ich glaube, so langsam komme ich in den Flow mit eckig. Wenn ihr bestellen wollt, könnt ihr natürlich auch diesen Code nehmen, der hier steht, HAPPY10. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn ihr meinen Gutscheincode nehmen würdet. Also ich verdiene, das ist kein Affiliate-Code, sondern einfach nur ein Gutscheincode, damit die sehen, ob jemand meine Videos guckt. Und da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen, wenn ihr dann meinen Gutscheincode nutzen würdet. Was ich schön finde, das Bild geht nicht unbedingt nur in die Länge, sondern halt auch in die Breite, sodass es nicht ganz so viel Platz wegnimmt. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich versuche mal eben, was man es dann noch ein bisschen mehr sieht. Das ist auf jeden Fall das gute Stück. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Ich habe mir auch extra jetzt mein Maßband, damit ich euch sagen kann, ob es jetzt Bildgröße oder Leinwandgröße ist, die 50x50. Ja. Ach nee, 55 war das, ne? Ich wollte gerade sagen, irgendwas passt doch jetzt nicht. 55. Ja, ich komme jetzt auf 53 und die ganze Leinwand hat aber über 60. Also ist es wohl die Bildgröße. Und wir schauen uns jetzt mal die Klebekraft an. Die ist sehr gut. Der Druck ist auch wieder sehr klar. Also kann man wirklich gut erkennen. Und wir schauen uns jetzt nochmal eben an, wo AB-Farben sind. Das ist dann einmal das A, das ist hier überall so ein bisschen dazwischen. Also keine großen Flächen, immer nur so ein, zwei Steine. Also es ist eigentlich hier überall so verteilt. Kann man jetzt gar nicht eindeutiger sagen. Dann das T. Das suche ich mal eben. T ist zum Beispiel hier in den Augen. Und hier in der Blüte im Haar. Dann das Y, das ist hier im Kragen, das ist rot, auch im Auge, auch in der Blüte. Dann haben wir das Zeichen, das ist hier einmal, also der Druck ist wirklich richtig gut, muss ich sagen. Der kommt schon fast an Diamond Art Club ran. Ja, das AB scheint nicht so oft zu sein. Das finde ich hier jetzt so auf den ersten Blick sonst nicht mehr. Dann das Dollarzeichen. Wo bist du denn? Ein Dollarzeichen. Ja, gute Frage. Das finde ich auch gerade so nicht. Ah, hier oben. Hier oben ist das. Da ist es relativ häufig vertreten. Dann das Häkchen ist hier in diesem Blau. Überall, wo dieses deutliche Blau ist. Hier ist das überall.
Das ist dann die 996 als AB. Dann ein helleres Blau ist hier. In diesem Bereich ist AB. Hier auch wieder. Also überall so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass eine geballte Fläche ist, sondern überall so ein bisschen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das richtig toll rüberkommt. Und hier die Umrandung ist heller AB, 5200. Hier überall, hier, überall mal zwischendrin. Doch, das gefällt mir wirklich gut. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich denke, es wird halt auch sehr knallig. Das sieht man ja hier schon, ne? Ich weiß nicht, ob das so ein... dadurch, dass das halt so eine unnatürliche Haarfarbe hat, ob das so eine Art Alien oder so sein soll, kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Es sind auf jeden Fall viele Farben. Ist richtig schwer. Nimm mal eine Farbe, die stark vertreten ist. So sehen die Steinchen aus. Also machen wirklich einen guten Eindruck. Da ist ein heller dazwischen. Ne, zwei. Aber das ist ja gar kein Problem. Gefällt mir aber gut. Ich habe bei Karat.art noch kein eckiges gepaintet. Bisher nur ein rundes. Aber bei diesem Bild gab es jetzt keine Auswahlmöglichkeit. Und ich habe mir gedacht, ich versuche es einfach. Und schau mal eben gerade. Die 310 ist ein wenig vertreten. Das ist die Nummer 8. Mal schauen, ob ich gerade so schnell finde. Ja, sieht gut aus. Nee, ist wirklich nicht viel. Also das ist alles an 310, das ist nicht viel. Dann die 939 ist natürlich auch dabei. Das ist ja die... Da ist ein bisschen mehr, ne? Also 939 ist ein bisschen mehr. Sind sogar zwei, sehe ich gerade. Also 939 ist auf jeden Fall mehr. Und ja, es ist halt alles so in diesen grün, bläulich, lila Tönen. Also richtig cool. Und auch mit den Hörnchen, das finde ich auch so süß, mit den Hörnern. Seht ihr das? Ja, ne? Die beiden Hörner. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das so in alienmäßige Richtung geht. Auf jeden Fall sehr farbenfroh. Ist vielleicht dann das Richtige nach dem Totenkopfbild für mich. Da ist ja sehr schwarz-rot-lastig. Und ja... Gefällt mir aber richtig gut. Ich bin auch gespannt, wie die Kette rüberkommt. Hey, gefällt mir sehr gut. Schreibt mir doch mal, ob ihr schon eins aus dieser neuen Kollektion habt. Das ging jetzt ja über ein paar Wochen. Immer wieder neue Bilder. Ich habe die sehr beneidet, die zugeschickt bekommen haben, um die vorzustellen. Und ja, bei diesem Bild konnte ich dann einfach nicht Nein sagen. Schreibt mir mal, wie euch das Bild gefällt. Wie gesagt, ich hatte auch erst gedacht, aber dann habe ich mir alle Bilder nochmal angeguckt und dann hat doch dieses gewonnen. Und ja, schreibt mir mal gerne, wie ihr das Bild findet, ob ihr schon was bei Karat.art bestellt habt. Und vergesst meinen Gutscheincode nicht, falls ihr euch auch mal ein Bild dort bestellen wollt, weil 10% macht dann ja schon ein bisschen was aus. Schön ist ja bei Karat.art auch, dass es versandkostenfrei ist. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Für euch ist es nicht viel Arbeit, aber mir erleichtert das vielleicht, dass mich mehr Leute sehen, die mich noch nicht abonniert haben. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Und wenn ihr mich neu entdeckt habt, würdet ihr mich sehr mit einem neuen Abonnenten glücklich machen. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!